Hallo Leute und willkommen hier bei Me Apple Cat. Heute bauen wir ein Roboter-Mini-Auto von der Firma Illigut zusammen. Das ist eigentlich für Kinder gedacht. Ab 6 Jahren soll das hier zusammenbaubar sein, natürlich für ein bisschen Unterstützung. Und das bietet dann verschiedene Fahrmodi wie Linienverfolgung oder das Vermeiden von Hindernissen. Man kann es mit einer App steuern, glaube ich. Schauen wir uns jetzt heute einfach mal an. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt drauf. Also das Illigut Robot Mini Car. Und da steckt auch ein bisschen was drin. Das haben wir hier vorne drauf stehen. Und zwar ist da als Controller ein Arduino Nano V4 Computer drin. Und wir haben dann ja noch 2 Motoren, 2 Stunden Batterielaufzeit, die Schnittstelle geht über Infrarot, über USB und Bluetooth kann hier nochmal kommuniziert werden. Damit schauen wir uns das Ding einfach mal an, würde ich sagen, oder? Also für 35 Euro kann man das Gerätchen hier kaufen und wir schauen mal, was finden wir alles da drin in der Packung. Hier haben wir ein paar Sticker, wie es aussieht. Das ist ja alles echt nett verpackt. Wood Plank, also hier ist ja diese Holzverkleidung dran. Dann haben wir hier, was ist das denn? Das ist einmal eine ziemlich große Karte mit einer Linie drauf. Also sowas für diesen Linienverfolgungsmodus. Und wir müssen ja gleich nochmal genau schauen. Vielleicht ist das ja auch die Anleitung. Dann haben wir hier den eigentlichen Controller, wie es aussieht. Minicar Main V04. Das wird dieser Arduino-Computer sein, dieser kleine Mini-PC, soweit ich das weiß. Okay, und dann haben wir hier noch massig an Komponenten mit drin. Meine Güte, eine ganze Menge. Also ich packe mal eben hier schnell alles aus. Da haben wir den kompletten Packungsinhalt. Wir haben einmal ein USB auf Micro-USB-Kabel. Dann hier die beiden Räder für unser kleines Robo-Mini-Auto. Dafür auch passend dann die beiden Elektromotoren, die dann diese Räder antreiben werden. Das hier, das sieht mir doch ganz stark nach dem Akku aus. Wir schauen mal rein, ob wir sehen können, was der für eine Kapazität hier hat. Aber, da steht nichts drauf, außer Illigut. Also 2 Stunden, das reicht uns ja erstmal aus, die Aussage. Und dann haben wir hier noch so ein paar Schnittstellen. Das hier ist fast wie so eine IDE-Schnittstelle. Kenne ich vom Computer noch. Hier ist auch das passende Kabel mit einem kleinen Schraubendreher mit dabei. Und was ist das denn? Das ist eine Metallkugel. Ist das irgendwie ein Sensor? Steht was dabei? Ach nee, das ist noch ein zusätzliches Laufrad, wie es aussieht. Das ist das vordere Laufrad dann wahrscheinlich, also eine Metallkugel. Und dann haben wir hier noch ein paar Schräubchen und so ein Kleinkram. Also schauen wir uns nochmal hier unser Wood Plank an, also diese Holzverkleidung, womit dann das Gehäuse vom Auto gebaut wird. Das sieht dann so aus. Da haben wir insgesamt 4 Blatt von diesem leichten Holzbund. Das kann man dann alles, ich sehe es schon, das kann man hier alles dann so rausbrechen und dann später zusammenstecken. Ist, wie es aussieht, lasergeschnitten hier diese ganzen Holzplättchen. Da kann man schön sehen, die Seitenansicht vom Auto hier mit Anschlüssen. Sieht doch nett aus. Und ganz zum Schluss gibt es da noch für die Kids, wenn sie das Teil noch schön und schick machen wollen, ein paar Aufkleberchen. Also da können die noch ein bisschen hier was aufkleben oder das Ding einfach bemalen. Geht natürlich auch. Aber jetzt schauen wir mal, was hier genau drin steckt. Und das sehen wir hier. Das ist also wie so eine große Landkarte gemacht. Hier kann man dann später das Auto drauf fahren lassen, auf so einer fertigen Linie schon. Aber auf der anderen Seite ist das eigentlich Interessante für uns, nämlich die Anleitung, wie das ganze Teil hier zusammengebaut wird. Und ihr seht, das ist auf den ersten Blick erstmal ein bisschen erschlagend, aber ich denke, Schritt für Schritt wird das hier schon eine schöne Sache, wie das Ganze dann hier zusammengesteckt, eigentlich wird es ja nur zusammengesteckt, denke ich, und ein bisschen geschraubt mit ein paar kleinen Schräubchen. Und dann gibt es dann hier auch noch, eine passende App dazu. As below, we use an iPhone, for example, to show how to control the mini car via this app. Also wir können hier nochmal eine App runterladen, die Illigut BLE Tool App. Und damit können wir das Autochen direkt steuern. Und so wie ich das verstanden habe, kann man da auch ein bisschen was selbst noch ganz leicht programmieren über so ein grafisches Programmierinterface. Also ich bin sehr gespannt, eine interessante Sache. Und dann baue ich das Ding mal zusammen.
Und da haben wir unser kleines Robocar. Nach einer knappen halben Stunde Bauzeit ist er schon fertig. Hat Spaß gemacht, war auch wirklich nicht allzu schwierig, wurde alles hier schön zusammengesteckt. Ich schaue nachher noch mal kurz rein. Hier unten haben wir die Metallkugel, ein paar Sensoren, womit er dann unter anderem erkennt, wo die Linie ist oder auch wo der Tisch zu Ende ist. Die Anschlüsse sind schön frei, hier einschalten, ausschalten, Status, LED. Hier kann man noch mal das ganze Ding mit dem Computer verbinden. Hinten dran sogar ein schönes Holzersatzrad. Huiuiui. Und ja, hier dann natürlich die einzelnen Räder, der Mode-Schalter, der Ladeanschluss. Und hier kann man zwischen Bluetooth und der Verbindung per Kabel USB dann hin und her schalten. Obendrauf haben wir nochmal, das sieht ein bisschen kurios aus, so ein Expansion-Slot. Also da kann man auch irgendwas anderes zusätzlich dran anschließen. Was das jetzt genau ist, da gibt es wahrscheinlich irgendwelches Zubehör, kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir auch hier vorne noch ein paar Sensoren haben. Kann man hier schön erkennen. Einmal hier, hier und in der Mitte. Und ja, jetzt gibt es hier die verschiedenen Modi, mit denen man hier rumspielen kann. Ich schalte das Gerät einfach mal ein, einmal hier auf On. Dann sehen wir, dass hier das Lämpchen angeht und der Kleine ist startklar. Und ich habe mir hier als erstes mal die App angeschaut. Die sieht sehr nett und kinderfreundlich aus. Dauert einen kleinen Moment, bis sie hier lädt. Ich habe das auf dem iPhone 6 drauf, gibt es aber auch für Android natürlich und für andere Modelle. Dann sucht man sich hier den passenden Untersatz aus. Die haben hier viele coole kleine Roboter. Da muss ich mir vielleicht auch nochmal einen anderen anschauen. Hier der Tumbler, der ist doch lustig. Oder nee, nicht der Tumbler, hier der Pinguinbot. Aber egal, ich schweife schon wieder ab. Wir haben hier Smart Robot Minicar. Das wählen wir aus. Ich hätte hier gern einmal die Bluetooth-Verbindung einmal oben drauf klicken. Und dann verbindet sich das Gerät dann automatisch hier im Abstand von 10 cm. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Möglichkeiten, die wir machen können. Wir können hier eine DIY, eine Steuerung selbst einstellen. Fand ich jetzt nicht ganz so toll. Wir können hier eine Programmierung machen. Und das ist ein ganz leichtes Interface. Kann man hier sehen, ich kann jetzt hier irgendwelche Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel, er soll vorwärts fahren. Dann hole ich das und setze das einfach hier unten drunter und dann wird das so bausteinmäßig hier zusammengestellt, das Ganze. Und so können die Kids ganz einfach hier schon mal so erste Programmiererfahrungen sammeln, wie das dann hier so funktioniert mit so einer Programmierung. Natürlich ganz, ganz rudimentär. Ich habe das mal mit so einem kleinen Programm gemacht. Funktioniert, ist eine nette Spielerei, aber noch toller fand ich hier die Druckknopfsteuerung. Also das ist die Fernbedienung. Da fährt er schon direkt los im Hintergrund. Ihr seht, wir können ihn hier ganz normal steuern. Wir können hier die verschiedenen Modi auswählen. Wir können ihn auch hupen lassen. Also klingt mehr so, als würde der PC SOS funken. Und ja, wir können auch hier die Empfindlichkeit der Sensoren einstellen. Ist jetzt hier auf 150, hat für mich gut funktioniert. Und wir können hier mit dem Stopp dann jedes Programm nochmal abbrechen. Und ich lasse ihn einfach mal fahren. Da könnt ihr schon sehen, ja, mit welcher Geschwindigkeit der Kleine hier unterwegs ist. Man kann natürlich auch drehen und ups, da fährt er mir den Tisch runter. Also das funktioniert echt gut. Macht Spaß, so kann man hier schön ferngesteuert mit dem kleinen Iligu Robot Minicar durch die Gegend fahren. Aber wir können natürlich auch die verschiedenen Modi hiermit einschalten. Und das probieren wir jetzt mal aus, aber ohne hier diese Fernsteuerung. Die mache ich einfach mal weg. Und wir wählen das hier mit dem Mode-Button aus, ist genau das gleiche. Und der erste Modus ist der Line-Tracking-Modus, also da folgt er immer der schwarzen Linie, die wir hier hinten auf der Anleitung ja drauf haben. Und da setzt man ihn drauf und er fährt dann rund. Da sieht man, wie er immer hin und her schwenkt, um mit den unteren Sensoren zu erkennen, wo ist denn jetzt die schwarze Linie. Ja, und dann dreht er wunderbar da seine Kreise. Und ja, Louis fand das auch höchst interessant und hat sich den neuen Kollegen hier mal ganz genau anschauen müssen natürlich. Also das ist der Line-Tracking-Modus. Ihr könnt natürlich dann noch eigene Linien irgendwo ziehen. Am besten hier mit dem Edding schön auf dem Holzboden. Und dann ja, kann der Kleine durch die Wohnung fahren. Also nee, macht das nicht, Kinder. Kein Edding auf dem Holzboden malen. Schlechte Idee. Aber ihr wisst, was ich damit meine, wie das funktioniert. Dann gibt es hier den Explorer-Modus. Dort folgt er einem Gegenstand, zum Beispiel meiner Hand. Wenn ich die davor halte, im Abstand von mindestens 10 cm oder näher, dann fährt er danach. Schaut mal her. Ich nehme die Hand weg, dann fährt er nicht mehr. Und wenn ich sie hinhalte, dann fährt er hier meiner Hand immer nach. Natürlich so lange, bis er irgendwo gegenfährt. So. Dann gibt es noch den Modus, wo man ihn auf dem Tisch fahren lassen kann und er merkt dann hier unten mit seinen Sensoren automatisch, wenn er ans Ende vom Tisch kommt und stoppt dann, bevor er runterfällt. Hoffentlich. Schauen wir mal. Ich lasse ihn hier mal fahren und ihr seht, hier war der Tisch zu Ende und er hat direkt Stopp gemacht.
Ja, also das funktioniert auch. Er fällt nicht vom Tisch runter. Wunderbar. Und dann gibt es noch den Obstacle Avoid Mode. Den kann man noch aktivieren. Dann kann man ihn einfach rumfahren lassen. Und wenn dann irgendwo ein Hindernis ist, dann stoppt er und umfährt das Hindernis. Das funktioniert so semi-gut, denn er hat ja nur die vorderen Sensoren. Und wenn er hier irgendwie seitlich wogegen fährt, dann bleibt er da schon mal öfters hängen. Denn das kann er einfach nicht sehen. Aber es ist eine sehr, sehr nette Spielerei, das Ganze hier. Und einfach schon dafür gut, damit die Kids auch hier technisches Verständnis lernen. Sie lernen ein bisschen, wie das so funktioniert mit Sensoren und mit dem Programmieren von so kleinen Robotern. Also finde ich echt schon eine sehr tolle Sache. Und jetzt will ich euch doch noch mal kurz zeigen, wie der Kollege hier von innen aussieht. Und dafür muss ich hier noch mal ein bisschen was auseinanderbauen. So, ich habe mal hier das Dach ein bisschen gelockert und dann kann man sehen, einmal haben wir hier das Kabel, das zu diesem Expansion-Slot hier führt. Dann sehen wir direkt, wie hier der Akku eingebaut wurde. Der wurde hier verschraubt. Wir haben hier die beiden Motoren eingeschraubt und ganz weit hier vorne haben wir dann die Hauptplatine drin sitzen, wo dann auch die ganzen Kabel und Motoren angeschlossen sind. Also ein relativ einfaches Konzept, was aber sehr schön funktioniert. Und ja, es ist einfach eine tolle Spielerei. Kauft es mal hier euren Kindern, baut mit denen das Ganze zusammen. Dann haben die ein ferngesteuertes Auto hinterher, womit sie ein bisschen rumfahren können und können gleichzeitig noch ja so leichte Programmierkenntnisse lernen. Also ich finde es echt klasse, für um die 30, 35 Euro ein sehr schönes, lehrreiches Technikspielzeug. Also ich hatte Spaß, Freunde. Doch, wirklich, ich hatte Spaß. Ich verlinke euch das Produkt, den Illigo Mini Robot oder das Illigo Robot Mini Car hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne mal reinklicken. Gibt es bei Amazon zu kaufen. Unter anderem, also die haben auch noch andere Modelle. Vielleicht schaue ich mir die auch nochmal an. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht's gut. So, jetzt muss ich das wieder zusammenfriemeln.